Willkommen herzlich aus allen Ländern her und es ist gut, dass Sie jetzt mit uns sind. Noch 30 Sekunden warten wir ab und dann los geht's. Edward, Ilja, Dr. Anna, wir werden heute etwas Ausgezeichnetes sehen. Ja, wirklich, es macht mich sehr froh, wirklich, weil wir haben ganz vieles, ganz neue Release und wir haben auch Dr. Anna dabei. Wir werden auch technisches Roadmap sehen für unser DCO, für unser Projekt und wir warten darauf. Also wirklich so. Also dann beginnen wir. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen und bevor wir das tun, ich denke, wir können jetzt Hallo an alle sagen. Liebe Freunde, das, was wir als Community gemacht haben in unseren ersten 120 Tagen, das ist das, was wir erzählt haben. Also April, Mai, Juni, Juli. Wir haben 4,5 Monate mit DAISY-Projekt geschlossen. Auch mit diesen zusätzlichen Tagen, 4 Tagen in Jänner und 3 Tagen im März. Das heißt, etwa mehr als vier Monate ist DAISY lebendig und das, was wir gemacht haben, ist einzigartig. Basesetter Goals und die Basesetter Leaders, die haben unser Projekt wirklich Realität gemacht und wir haben diese Progredienz gesehen, Progress, das jetzt hier dabei ist und wir haben jetzt wirklich ein klares Roadmap. Und wir sehen die Verbesserungen, die zum Plattform kommen, zur Kommunikation, zum Marketing, zur Partnerschaft. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir gleich zusammen machen werden. Und ich persönlich kann mal sagen, es war nie ein besseres Moment, nie ein besseres Zeit, damit jemand noch zu uns kommt, damit jemand noch mit DAISY-Projekt startet. Weil jetzt, wenn wir ein Community sind, haben wir wirklich etwas top gemacht. Kein Flop, aber top. Und wir sind jetzt auf der anderen Seite von technischen Problemen, von technischen und Reporting. Das haben wir alle zusammen durchgemacht. Und wir haben eines von den größten Drops im Markt gesehen. Und das war früher. Und wir haben gesehen, dass DAISY AI Performance ist exzeptionell, ist außerordentlich. Und ich denke, alle können jetzt wirklich das zelebrieren und sagen, ja, wir haben gewonnen. Es waren nicht die besten Zeiten, aber wir sind jetzt auf der anderen Seite von besten Zeiten und wir kommen zu einer neuen Ebene wirklich. Es ist die höchste Zeit. Und Edward hat gesagt, alles geht zum Besten. Und auch die schlechtesten Challenges, die wir gehabt haben, die haben uns nicht getötet, aber die haben uns noch lebendiger gemacht. Erinnern wir uns an Jänner zum Beispiel. Plattform war nicht bereit und wir bräuchten 3 Monate, damit wir neue Architektur für Plattformen machen. Und dann hatten wir wirklich ganz, ganz wichtige strategische Kontakte für DAISY erzielt. Und das heißt, dass auch die Schwierigkeiten für DAISY haben aus uns etwas Größeres gemacht. Das hat uns wirklich strenger gemacht und besser. Eigentlich, das ist so. Das soll so sein. Wenn du etwas Größeres machen willst, dann sollst du wirklich nach einigen Schwierigkeiten mal fragen. Weil die Schwierigkeiten sind natürlich und es gibt noch bessere Schwierigkeiten, damit man bessere Resultate und damit man Besseres erzielt. Und als Community haben wir das schon gemacht. Das ist hinter uns in den letzten 4 Monaten. Und wir haben unser Team von Leaders in der ganzen Welt, die sind auch dabei, jetzt, heute. Und wir werden jetzt ganz gute Informationen, ganz wichtige Informationen teilen. Also ich teile jetzt meinen Bildschirm. Und also dann beginnen wir jetzt gleich mit Review von dem, was wir erzählt haben. Wir als Community in den ersten 120 Tagen. Und dann denke ich, Anna Becker, Dr. Anna Becker, CEO und Founder von Endotech, sie ist dabei und ich denke, sie wird uns ganz vieles erzählen. Und in den ersten 120 Tagen mehr als 148.000 von Teilnehmern sind ein Teil von DAISY geworden. Denken Sie ja mal darüber. Das ist wirklich ein Rekord in der Industrie. Es gab noch nie solche Projekte, die dieses Momentum,
diese höchste Zeit so schnell erzielt haben. Und meine Freunde, ich kann immer wieder das betonen, wir beginnen nur. Wir sind nur auf Beginn von Daisy-Projekt und da sehen Sie, was haben Sie schon gemacht? 170 Millionen USDT in Kontributionen sind gekommen durch Daisy-Plattform. Das heißt, mehr als 100 Millionen USDT ist jetzt im Live-Trading auf unserem Account und das ist so ungefähr 10 Millionen von zugelassenen Abhebungen wurden gemacht. Und wir sehen 60% von Profiten in Trading-Accounts, zum Beispiel diese Woche. Und das war ganz, ganz schön zu sehen, was KI macht, weil KI da macht das, was geplant wurde. Und Frau Dr. Anna wird heute auch darüber erzählen. Und 500 Millionen von USDT wurden gegeben als Rewards. Das heißt, 20 Millionen von USDT pro Monat wurden gegeben an die Community durch diese Smart-Kontrakte. 85 Millionen in den ersten 4 Monaten durch diese Plattform. Meine Freunde, das ist etwas Abgefahrenes und das ist wirklich ein Impact auf das Leben von so vielen Menschen. Und Daisy Token und die SEO-Plattform wurde 175 Millionen Tokens wurden gekauft im Juli im Presale. Aber mehr als 20 Millionen von USDT wurden auskassiert als Rewards von Tokenverkauf. Und wir etablieren jetzt wirklich große strategische Partnerschaften und unser Team wächst. Das sind die Teilnehmer, die wirklich an strategische Partnerschaft mit Daisy, mit Vision von Daisy interessiert sind, von DCO-Plattform. Das sind die strategischen Partnerschaften, die mit der Kommunikation von Daisy helfen, die mit Marketing von Daisy helfen, damit Marketing und Kommunikation nach oben kommt. Es gibt ganz, ganz viele strategische Partnerschaften und die werden in der nächsten Zukunft gezeigt. Und das, was wir heute sehen, die letzten 120 Tage sind nur Beginn. Nur das Beginn. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum neuen Level, zur neuen Stufe in unserem Projekt. Ich wollte noch einmal etwas dazu sagen. Ich werde jetzt meinen Bildschirm schließen und wir sprechen von unserem Bonuspool von nächsten 120 Tagen für August auch. Und also High Five an alle Teilnehmer, wirklich, an die, die teilgenommen haben in den letzten 4 Monaten, die, die wirklich in Daisy, an Daisy glauben, die auch mit uns dabei stehen und die dieses brillantes Experience haben. Jetzt sind wir in der Position, damit wir auf die nächste Stufe gehen. Wir als Community machen das jetzt. Es wäre nie die beste Zeit als jetzt, damit man nur als neues Mitglied zu Daisy kommt. Es ist auch die beste, die schönste Zeit für die Daisy-Teilnehmer, damit man einen Unlock von den nächsten Stufen macht. Und das ist auch die beste Zeit für uns als Community, damit wir die Informationen von Daisy weiter zeigen für die ganze Welt, damit wir auch unser Netzwerk ausbreiten, ausbauen für 2021. Und es ist die höchste Zeit. Und Rabu, eines von meinen Freunden, sagt, Daisy ist diese Möglichkeit, die heißt I told you so. Ich habe es dir so gesagt. Und das können Sie an alle Freunde sagen. Es gibt ganz viele Projekte, die Challenges haben, die dann zugrunde kommen und die nicht real sind. Aber Daisy bleibt strenger und Daisy wird mehr und mehr sich vermehren auch. Und wir warten auf die größte und die schnellste Wachstum. Und eigentlich, liebe Freunde, das ist dank der Vision von Anna Becker, Dr. Anna Becker, für das erste Projekt von Daisy AI Plattform, künstliche Intelligenz Plattform. Und es waren die ersten Gespräche, die haben wir im Sommer letzten Jahres mit Edward, Ilya und Dr. Anna zusammen gehabt über Vision von Endotech, damit es wirklich ein publisches Unternehmen sein wird, damit man Disruption von digitalen Technologien macht, von Trading-Technologien, von KI als Mechanismus ändert für die finanzielle Welt.
Und dieses Projekt war und ist DAISY. Und die Möglichkeit für uns allen, damit man Crowdfunding von DAISY AI macht, damit man diese Möglichkeiten bekommt, damit man Benefite und Profite von Performance, von Rewards hat, die kreiert wurden durch die Algorithmen und die Technologie von Endotech Trading Plattform, die sind ausgezeichnet. Und das ist eine Möglichkeit für uns allen, damit man auch Anteil hat an Endotech, an diesem Unternehmen. In den nächsten Monaten, einigen Monaten, werden wir immer wieder ganz gute Nachrichten geben. Aber Sie müssen jetzt wissen, dass alle Anteile, alle Shares und Stock in Endotech, alle DAISY-Teilnehmer haben ihre Anteile in Endotech. Und das ist das Größte, was Sie von DAISY-Projekt bekommen am Ende des Tages werden und können. Und wir verstehen, dass publisches Listing von Endotech wird ein Unicorn sein im Fintech-Welt. Und also, Dr. Anna, vielen Dank für Ihre Vision. Dr. Anna, ehrlich, Ihr Commitment und Ihre Teilnahme, damit man arbeitet, damit Sie arbeiten, wenn wir auch nicht verstehen, was Sie machen. Wenn zum Beispiel wir könnten Sie früher fragen, wie gehen die Nummern nach unten, dann nach oben. Wir verstehen das nicht immer. Ich bin so kein Expert. Ich bin so nicht kluger als KI. Aber ich glaube an die Algorithmen, die Sie kreiert haben. Und jetzt wir sehen, dass es ist Verbesserung. Es ist stabil für eine lange Periode. Und ja, wir haben die Ups und die Downs. Aber am Ende wir sehen die besten Resultate. Und das ist eine langfristige Strategie, die wir für KI haben. Und vielen Dank für Ihre Kurse. Vielen Dank, dass Sie auch jetzt mit Ihnen weiterarbeiten, dass Sie auch die Vision mit uns zeigen, das, was Sie, was Adam gemacht hatte. Und was werden wir von Endotech mal sehen? Ja, danke sehr. Danke, Jeremy. Danke an alle, weil Sie haben uns die Möglichkeit gegeben, damit wir wirklich die nächsten Schritte machen. Das heißt, was werden wir haben? Nicht nur in DAISY, nicht in DAISY AI-Projekt, aber wir bekommen generell ein neues Niveau für unser Unternehmen. Und damit ich alle Ihre Fragen beantworte, was ich jetzt mal probiere, ich mal sagen, wir denken von den Videos, ganz verschiedene Videos. In allen Videos gibt es Fun-Elemente, das heißt, das können alle verstehen. Es werden auch die Explanationen und Terminologien für die mit Fonts und mit Development arbeiten. Das heißt, alle Fragen, die ich höre, die sind eingeschrieben. Und ich probiere mal auch das in kurzen Videos das zu zeigen. Ich denke, dass Jeremy heute das neue Video von uns zeigen wird. Das ist vielleicht das Beste, was wir früher gemacht haben. Es gibt ganz viele Terminologien und wiederum, ich kann Ihnen sagen, dass wir auch ganz viel mit der Terminologie arbeiten werden, auch später. Und es gab wirklich eine sehr harte Periode mit dem Markt. Es war nicht sehr lang, aber das resultierte in vielen Schwierigkeiten für unsere Freunde, für Sie eigentlich. Ich weiß auch darüber. Und die Menschen haben uns gefragt, dass wir ein Training von KI manuell machen. Und es ist nicht so leicht, das zu tun. Aber bin ich hier da? Für mein Team, für mich selbst. Ich habe entschlossen, dass unser Ziel ist, dass wir die Investitionen unterstützen und damit wir die Profite auch weiter zeigen und die Risiken nach unten und Risiken minimieren. Zum letzten Mal gab es 60% Risiko und wir hatten unser Deal-Level bei 30% Risiko vermindert und wir sind jetzt in unseren Journals weniger als 60% mit Risiko. Und wir sind jetzt back on track, so gesagt, und wir sehen, dass Bitcoin macht jetzt Profite bei 38, bei 37, es wird Änderungen sein. Und wir haben die Ethereum zweimal gesehen, wie es wächst. Und wir sehen auch zusätzliche Prozente von Wachstum dabei. Und wiederum, wir haben Trending-Markt jetzt und wir können auch die Resultate zeigen und die Märkte. Und wiederum, das ist nur Beginn.
Und in dem Video, dass ich Jeremy mal, da, ich will, dass Jeremy das zeigt, das hat unser CEO auch gefragt. Wir sind bereit, damit wir die nächste Stufe von unseren zugelassenen Abhebungen starten. $20, früher gab es $50 von zugelassener Abhebung. Und wir sind bereit, diese neue Runde von Abhebungen zu starten. Und diese Abhebungen, wie Edward sagte, von heute vielleicht beginnt das. Und ich denke, wir werden auch die Idee von Daisy wiederum sehen, wenn alles kommt zu Smart Kontrakten, alles ist transparent und sie sehen einfach ihre Profite von ihren originellen Investitionen. Und das ist nicht nur Profit, das ist Kontributionspayout, das heißt, das ist ein wichtiges Term. Und sie werden sehen, was passiert mit dem Markt weiter und mit unserem Trading. Also, wenn es möglich, Jeremy, kannst du bitte uns dieses Video zeigen, von dem ich jetzt rede? Und wenn Sie Fragen haben, dann werde ich da online bleiben. Ja, Video wird jetzt heruntergeladen. Und ich denke, jemand von unseren Partnern vielleicht hat jetzt ein Video auch dabei, dieses Video. Und wir warten jetzt einige Sekunden. Und jetzt wiederum, ich wollte noch einmal erklären, was du jetzt gleich gesagt hast. Minimum zugelassene Abhebung von $20 ist jetzt live, weil viele Menschen haben uns gefragt, zum Beispiel die Teilnehmer vom ersten Stufe oder zweiten Stufe mit den kleineren Kontributionen von 100 USDT zum Beispiel. Und $50 Minimum ist wirklich ein großes Benchmark. Aber es gibt ganz viele Personen, die wirklich dieses Experience brauchen, dass es real ist, dass es arbeitet. Das heißt, diese zugelassene Abhebungen. Und danke dir und deinem Team in den letzten 8 Wochen. Sie haben wirklich ganz viel an der Architektur von Abhebungsplattformen gearbeitet, weil wir sind bereit jetzt zum Masштабieren und wir sind bereit mit dem Release von Abhebungen von 20 USDT. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt wenigstens 20 USDT in Profiten auf Trading-Plattform haben, da können Sie wirklich requestieren und fragen nach diesen Abhebungen und eigentlich Edward, vielleicht, wie willst du auch was dazu sagen? Weil ich denke, wir sprechen ganz wenig darüber, aber das ist auch ganz wichtig. Eines der größten Komponenten von Daisy Rewards Plan und Belohnungenplan ist eigentlich passives Einkommen. Das kommt von den Rewards und von den Belohnungen auf Trading-Plattformen. Das heißt, das ist eine massive Sache. Plattform ist auf solche Weise gemacht, nach 6 Monaten, nach dem Eintreten von Personen. Es gibt diese Liquidity-Account für Trading. Nach 6 Monaten gibt es automatisches Payout, das heißt automatische Abhebung. 50% Performance-Fee, dann 50% kommt zu Endotech und zu Daisy und die nächsten 15% gehen zum Rewards-Plan als passives Einkommen. Und das ist wirklich was Abgefahrenes. Wenn jemand requestiert und fragt nach Abhebung, dann sehen Sie von Pacesetter Bonuspools, Pacesetter Leadership, wenn jemand fragt nach Abhebung, diese 15% gehen automatisch zum Rewards Plan und für die meisten Teilnehmer, die wirklich kein Withdrawal und keine Abhebung von ihren Belohnungen machen, dieses Fund bleibt im Online-Trading und jede 6 Monate, diese 15% werden automatisch einkassiert in die Rewards-Pläne. Und was meine ich damit? Das heißt, wenn die Menschen jeden Monat kommen. Nach 6 Monaten bekommen sie ein monatliches Payout, das jeden Monat von den Teilnehmern kommt, die 6 Monate früher gekommen sind. Und das ist ein extraordinäres Ding, wirklich. Das ist eine Möglichkeit für ihr ständiges Einkommen, damit Sie die Contributoren mal einladen. Und wir müssen von dem reden, weil das ist eines von unseren Businessmodellen, Geschäftsmodellen. Und das ist wirklich ein Unikat, ein unikales Komponent von Daisy-Plattform. Und das heißt wortwörtlich, Sie können unlimitierte
Einkommen bekommen von Profit Rewards, das generiert wird von allen Menschen in ihrem Netzwerk, die sie referiert haben. Edward, Ilya, das ist etwas Großes, Großartiges. Das ist eine Möglichkeit. Und meine Freunde, ich denke, Sie haben ganz vieles darüber erzählt, aber können Sie vielleicht noch einmal darüber erzählen? Ja, Jeremy, und wirklich, das Video ist bereit, damit du jetzt das auch siehst. Und auch dieses Residual, das du jetzt vorgestellt hast, das hat mehr Potenzial. Das kann mehr Geld bringen am Endeffekt als dein Frontend zum Beispiel, das du gemacht hast. Das heißt, nach einem Jahr hast du immer wieder diese Profite, die jeden Monat zu dir kommen. Jemand macht eine Abhebung, aber dann am Ende des Jahres werden die Menschen ihr Geld wegnehmen und dann wirst du mit deinem Team Profite davon bekommen. Und dann wirst du es sehen, wirklich, also die Zeit wird zeigen. Das heißt, die Zeit wird kommen und du wirst das sehen. Aha, ja, das hast du mal erklärt. Das hat so gearbeitet. Weil ich bin jetzt 100% sicher in Endotech Team, in Dr. Anna Performance. Und ich kann mal sagen, dass ich habe einen Track Record und die Geschichte von Dr. Annas Geschäften gesehen. Und das ist die ganze Idee, warum wir sind jetzt in der Mitte von Kreierung von KI hier. Und das bringt die Resultate. Ja, Ilya, ja, ich bin auch dabei, weil Smart Contract ist nur ein Tool, ein Instrument. Wenn wir das gestartet haben, viele haben gesagt, wir sind Smart Contract Unternehmen. Aber die ganze Idee war immer wieder dieses passives Einkommen, wenn wir die Architektur gemacht haben. Das heißt Unilevel Residual Payout. Das heißt, es kommt nach oben und nach oben und mehr Einkommen für die, die zu Beginn stehen. Also es passiert nicht nach einem Tag, aber nach 6 Monaten. Ich denke, von diesem Monat werden wir schon sehen, wie das passiert. Und wir warten auch darauf. Ja, und was die Abhebungen angeht, Jeremy, und ich denke, wir könnten jetzt auch noch das erzählen, aber unser Level von Abhebung wird nicht $20, es wird dann später $50 sein, aber Sie werden eine Möglichkeit haben, jederzeit, wenn Sie mehr als $20 haben, eine Abhebung zu machen. Und das ist die Möglichkeit. Das heißt, persönlich, wenn Sie Trading Reward haben, das ist mehr als 20 USDT, Sie können anfragen, senden auf Anhebung und automatisches Payout wird ein Gap haben von 50 USDT monatlich. Und also okay, wir haben jetzt unser Video ist bereit. Edward, hast du es? Ja, ich kann das mal auch zeigen. Ja, also ich werde jetzt Optimisation für Video mal starten und dann werde ich mein Video mal per Bildschirm teilen. Vielleicht, Elia, wird das auch ganz leicht für dich sein. Hätte ich das auf meinem Computer, dann würde ich das tun. Ah ja, okay, es ist jetzt auf meinem Telefon, aber hoffentlich arbeitet das. Und Jeremy, wenn ich probiere, dann kannst du mal das erst erzählen. Ja, Anna ist hier. Ich wollte auch dazu was sagen. Nur einige Worte. Weil wir sind hier sehr alle aufgeregt. Aufgeregt auf der Basis von der Tatsache, dass wenn wir zu der nächsten Phase, nächsten Stufe von Unternehmen kommen, dann werden wir sehen, was wir alle diese Jahre gemacht haben. Das ist wirklich technologisch und visionär. Und wir werden die Tausende von Kunden sehen, Tausende von Contributoren, die mit dem algorithmischen Trading arbeiten werden in der realen Zeit. Und alles wird in der realen Zeit, also zeitnah passieren, was die Abhebungen auch angeht. Das heißt, wir haben ein Torrent und eine Quelle von Investoren, von Partnern und die fragen uns, können wir auch die institutionelle Seite von ihnen unterstützen. Und sie sagen uns, ja,
bitte arbeiten Sie mit uns. Und von Beginn ab wollten wir diese Scalability die beste Qualität erzielen und erhalten. Und das ist vielleicht das erste Projekt und die erste Technologie von uns, das macht es wirklich real. Und wir sind froh mit den realen Resultaten. Und für mich, das ist noch ein zusätzliches Element. Und niemand vielleicht denkt von diesem Element, was könnten wir machen aufgrund von Mitarbeit mit ganz vielen Kunden, Contributoren, großen Fonds. Und wir haben unser Qualitätsniveau und es gibt keine andere Unternehmen, die etwas so wie wir machen können. Ja, genau, das ist ein sehr großes Faktor. Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Welt, das sowas in der Distribution gemacht hatte. Und wenn Sie das sehen könnten, aber Sie können das nicht sehen, weil alles ist fake und wir arbeiten mit den realen Nummern. Und was Dr. Anna jetzt erzählt, das heißt, wir haben reale Trading-Konten mit realem Geld, mit realen Abhebungen. Und das ist wirklich ein sehr kompliziertes System, damit man Kalkulationen macht und mit dem System weiterarbeitet. Also, Video ist bereit und ich bin auch bereit, das Video zu zeigen. Okay, probieren wir mal mit dem Video. Jetzt. Also, mein Bildschirm teile ich gleich. Hoffentlich sehen Sie das. Ja, wir sehen es. Ja, okay, dann heißt es, wir können damit schon irgendwas tun. Ja, einen Moment bitte. Ja, und? Ja, da kannst du mal ein Fullscreen daraus machen. Ja, hallo in die Runde. Heute werden wir von zwei ganz wichtigen Fragen besprechen, die gefragt werden. Und immer wieder, das sind die obligatorischen Fragen von meiner Seite. Erstens, es gibt wirklich emotionelle Reaktionen und die Fragen, die am Ende vom Treffen gefragt werden. Also, erste Frage, was wird passieren, wenn alle ihre Trading-Strategie benutzen werden? Ich kann mal nicht sagen, wenn man zum ersten Mal mich gefragt hatte, aber immer wieder an einem von Treffen hat man das gefragt und jetzt stehe ich hier und erzähle das. Eines Tages habe ich mit dem ersten Investor von meinem Unternehmen gesprochen. Das war eines der ersten von Treffen aus den 150 ersten Meetings, die ich hatte. Ich hatte keine Kräfte und man hat immer wieder nicht verstanden, was und warum diese Smart Investoren immer wieder nicht diese beste Möglichkeit benutzen, die ich in Investment, in Computer Science, in PhD mache. Weil es gab ein Team von Developern bei meiner Seite. Aber es war immer wieder im Jahr 2000 und die Investoren haben geschlossen, eines von ganz viele Startups geschlossen. Und an dem Tag, es gab einen Schachspieler, der dabei saß und es gab also ein Meetingroom mit ganz vielen Jeans auf der Wand und der hat ganz zugehört und der war wirklich dabei, der hat meine Idee zuerst verstanden und dann gab es einen jüngeren Kerl, so ein Porträt von meinem Jüngeren und der hat immer wieder gefragt, er fragte und ich hatte dann plötzlich keine Kräfte wirklich, weil er hatte mir nicht geholfen. Aber dann hat er die Frage gestellt, was würde passieren, wenn jeder mit ihrem System sich beschäftigte? Dann würde einfach der Markt fallen. Und dann habe ich gefragt, warum brauchen Sie diese philosophische Frage? Weil man könnte geschäftliche Fragen stellen. Ich war dabei 26 Jahre alt. Ich war nicht die beste Person in der Zeit. Ich hatte ganz, ganz wenige Skills. Aber in den letzten 10 Minuten in dem Treffen habe ich einfach Grip genommen und da habe ich dann finalisiert.
Und der Jüngere war mein Investor und der andere, der auf der, am Tisch von CEO war, war sein Bruder und der hat geholfen, Prozess zu organisieren. Und wer war das, meinen Sie? Das war der ICQ-Kerl. Und der kam von ICQ und der ICQ, der war der goldene Finger, der war nur 2 Jahre älter als ich und er hat investiert in mein Unternehmen. Und jetzt, wenn ich erklärte, ich war sehr jung und ich habe gefragt, dass diese Frage philosophisch war. Aber philosophische Frage für mich war irrelevant. Und eigentlich, es ist relevant. Es ist ganz wichtig. Zuerst, Sie müssen verstehen, das erste Prozess vom Modell, vom Geschäftsmodell. Und es gibt die Frage, was würdest du machen, wenn du ein Rockstar in der Welt sein wirst, wenn jeder deine Schallplatte kaufen will? Was willst du machen, wenn du eine Milliarde hast? Und die meisten würden sagen, ich weiß nicht, aber ich habe gestartet Trading mit meinem Modell. Ich habe mit den Developers von meinem Unternehmen gearbeitet und eigentlich, das war wirklich eine reale Frage. Und es war wirklich ganz wichtig. Das heißt, nicht zu fragen war, was passiert, wenn alle Menschen dabei sind, aber was passiert mit dem Performance von deinem Modell, wenn 1000, 100, 100 Millionen, Milliarden von Menschen dabei spielen. Also bei ganz verschiedenen Modellen gibt es ganz verschiedene Performance-Kurven und von Performance von ob es Trading oft oder nicht oft passiert oder schleppt. Also ich will nicht die ganzen Details Ihnen erzählen, aber das Wichtigste von identifizierten Faktoren ist Folgendes. Ich will Ihnen einfach Logik zeigen und Logik ist in einer simplen Form. Das heißt, in jedem Trade gibt es Preis. Es gibt immer wieder ganz verschiedene Modelle von Kauf und Verkauf. Und wenn du kaufst bei 100 und verkaufst bei 110, dann geht es okay. Aber wenn das System das Signal bearbeitet, es gibt Prozess von 101, 109 und nicht 10% von Profit, bekommen sie nur 8% von Profite. Warum ist das ganz wichtig? Weil ihr System muss Profite bringen und nicht nur Profite. Wir müssen auch die Signale von Positionen analysieren, damit wir nicht 1 oder 2 Points verlieren. Sie können auch mehr verlieren. Also zum Beispiel, es gibt noch ein Beispiel. Es gibt 5 Trades, 5 Gewinne und 12 Verluste. Unser Profit wird sein 5 mal 10, also Profite für jedes Verkauf, minus 12 mal 2, das heißt minus Verluste. Unser Modell soll 26 Punkte und Punkte in Profite haben, aber in der Realität wird es Verluste von 8 Punkte haben. Das heißt, nur die 5 Gewinne werden nur 8 Punkte bringen und dann sind wir am Ende bei minus 8 Punkten. Simpel gesagt, jeder und jede kann $1,000 managen und etwas Geld machen. Aber nicht so viele Systeme können Hunderte von Millionen in Trading unterstützen, damit man die Fonds nicht vergeudet. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und in der nächsten Woche werden wir Teil 2 haben, weil wir werden sprechen von unserem zweiten Frage. Wenn dein System ist sehr gut, warum machst du es nicht alleine? Super, super. Ein schönes Video. Es wird publiziert und wir werden auch dieses Video in Telegram-Kanal releasen. Und eigentlich, da sehen Sie die beste Qualität. Es gefällt mir sehr, wirklich, das, was Sie gemacht haben. Meine Freunde, wenn Sie verstehen und verstanden haben, was Sie gesagt hat, das System, das Sie gemacht haben, ist ein Unikat, weil dieses System kann managen ganz viele Fonds und ganz große Fonds auch. Und das ist, warum Endotech wurde wirklich verstanden bei der finanziellen Industrie. Das heißt, finanzielle Industrie und Institute, Institute in der ganzen Welt interessieren sich von Endotech. Weil, und wir sind jetzt publish, wirklich, und wir gehen dorthin. Unser Karma, unsere Möglichkeit, das wir jetzt haben,
ist jetzt in der Position realisiert, weil diese 6 Monate, ehrlich gesagt, die haben uns die Möglichkeit gegeben, damit wir mit den großen finanziellen Instituten sprechen, weil unsere Zeit, unsere Vision von uns, von Dr. Anna, von Retail, das hat es zur Realität gebracht. Und Endotech hat jetzt eine Position, damit man Nummer 1 wird in KI-Software-Unternehmen im Fintech, im ganzen Fintech. Und wenn Endotech auf die Börse kommt und sie Anteil darin haben, das wird eines der besten Geschichten sein. Und natürlich die Belohnungen, die sind langfristig. Und das Letzte, was ich jetzt mal sagen will, liebe Freunde, das war immer wieder über die lange Periode. Wir wollten nie die Menschen manipulieren mit den gleichen Belohnungen, gleich und hier am Spot. Und wir wollen immer wieder transparent sein und wir wollen immer wieder, dass ihre Erwartungen wirklich entsprechend bleiben. Und natürlich Profite und Verluste, die sind immer wieder ein Teil davon. Aber mit der Zeit wird es nur besser sein. In der kurzen Perspektive, auf diesem Weg gibt es Ups, gibt es Downs, aber diese Plattform hat Design für langfristiges Erfolg. Und das Wichtigste, was Sie jetzt machen können, das heißt, Sie können Ihre Liquidität wirklich vergrößern, vermehren, damit Sie können 2 Jahre abwarten und dann werden Sie ein Held für Ihre Familie. Dann werden Sie ein Held, in dem Sie sind, diese Person, die gesagt hat, ich habe meine Vision in Daisy. Ich habe mein Geld in Daisy eingelegt in 2021 und eigentlich in den nächsten 2 Jahren werden Sie wirklich die Helden von Ihren Familien, weil das, was langfristig passiert, das können wir einfach nicht beschreiben. Und die kurzfristigen Resultate, die spielen wirklich keine Rolle. Es kann Gewinne geben, es kann Verluste geben, aber langfristige Sache, die spielt die beste Rolle. Also Dr. Anna, jetzt bitte. Ja, vielen Dank, Jeremy. Hoffentlich hat es Ihnen wirklich gefallen. Und ich wollte wirklich am Ende Folgendes sagen. Also wir sind immer wieder Risikokapital. Aber wir müssen riskieren und wir müssen immer wieder das letzte Geld auf Risikokarte stellen. Aber es ist ganz simpel für Community. Als Community können wir wirklich zusammenarbeiten und auf die nächste Ebene kommen. Und wir machen wirklich ganz, ganz interessante Dinge mit Forex, mit KI, mit der Skalierung von Systemen, damit wir selbst starten, unser Geld Mining, weil wir arbeiten wirklich auf der geschäftlichen Seite vom nächsten Schritt und nächster Schritt kommt in den nächsten Monaten. Also vielen Dank und es wird auch in den Videos vorgestellt. In der nächsten Woche werden wir dieses Video weiterlaufen lassen und es wird mehr Details geben von der wissenschaftlichen Seite, von der Geschichte, Details für Trading und ganz, ganz wichtige Fragen. Ja, und eigentlich, wir warten auf Sie im September auf Pacesetter Leadership Event in Dubai. Und liebe Freunde, wenn Sie noch nicht Pacesetter Gold sind, da können Sie wirklich ein Achievement machen bis zum Ende von August, weil Sie sollen nicht dieses Event wirklich verpassen irgendwie, weil das, was wir dabei machen werden, das heißt, die Kontakte, die wir aufbauen werden zwischen den Leaders in unserem Community, das ist wirklich ein offizielles Launch von Daisy für uns, weil dann werden wir sehen, dass Daisy wirklich beginnt Ende September auf diesem Launch-Event zum ersten Mal alle Leaders, wir werden zusammen sein, damit wir Pläne machen und die Zukunft von Daisy machen. Und wir warten auf Sie dort. Danke sehr, Dr. Anna. Vielen Dank an alle. Tschüss. Danke, danke, Dr. Anna. Also, da haben wir das. Dann reden wir von den Informationen. Was Bonuspool angeht, es gibt die Updates zu Bonuspool. Spillover Maker Pool, das war im Mai und in Juni
8.425 Anteile wurden gemacht und 4.000 Daisy Tokens per Share sind dabei. Das heißt, meine Gratulierungen an die, die im Spillover Pool bis zum Juni, bis zum 30. Juni gemacht haben. Zweite Spillover Maker Pool bis zum 31. Juli hatte 2.480 Anteile und das sind 4.032 Daisy Tokens pro ein Anteil. Also meine Gratulierungen an alle, die es gemacht haben, die ihre multiplizierte Anteile, viele Anteile in diesem Bonus-Pool ergattert haben. Und in einem 1% Bonus-Pool, das auch am 30. Juni am Ende kam, da gab es 3.038 Anteile und je 135 USDT. Und dieses Bonuspool wird live gehen diese Woche und Sie werden Ihre Belohnungen bekommen, wenn Sie qualifiziert sind zu dem Bonuspool. Und da können Sie es von Ihrem Backoffice diese Woche abheben. Und Pacesetter Gold Pool, also Report wird noch generiert, weil wir haben noch Qualifikationen für originelle Pacesetters, die qualifiziert werden. Und wir werden die Nummern für Pacesetter Gold als Report diese Woche publizieren. Und Pacesetter Leadership Pool 89 Anteile, 112, 359 Tokens pro Anteil. Und wirklich meine Gratulierungen, große Gratulierungen und ein großes Dankeschön an alle Pacesetter Leaders, die dabei sind, weil sie sind Rückgrat, wirklich Rückgrat und eigentlich die Zukunft von Daisy. Das sind die besten, sie sind die besten Leaders, mit denen ich gearbeitet habe, ein Teil von Pacesetter Leadership Team und was ich darin liebe, in diesem Rang, weil das können sie jederzeit machen. Es gibt keine Zeitlimite dafür. Eigentlich helfen sie drei Menschen, damit sie Pacesetter Gold werden, durch ihre personale Referale und dann werden sie ein Pacesetter Leader und wirklich Pacesetter Leaders sind unser Rückgrat, Rückgrat von Daisy. Und in den nächsten 120 Tagen, hier gibt es die Dinge, an denen wir fokussiert sind. Das heißt, wir müssen 500.000 Daisy-Teilnehmer erzielen. In den nächsten 120 Tagen werden wir eine massive Welle in Daisy Community sehen. Das heißt, man wird mehr und mehr von Daisy sprechen. Die Leaders, die kommen aus allen Ecken und die wollen mit Daisy mitspielen. Und es wäre nie die beste Zeit für uns, eigentlich dieses Momentum, diese höchste Zeit zu benutzen. Das heißt, 500.000 von Daisy-Teilnehmern. Und in den nächsten 120 Tagen 500 Millionen USDT in totalen Kontributionen. Das müssen wir erzielen und das wird aus uns 50% von totale Phase 1 für Endotech marken. Und noch in den nächsten 120 Tagen, unser Ziel ist 250 Millionen USDT Payout im Rewards-Plan zu haben durch die Smart-Kontrakte, damit wir wirklich rekordfache Trading-Resultate von Daisy KI, von Daisy AI bekommen. Und wir persönlich glauben daran, dass wir wirklich große, große Änderungen in der Markt in den nächsten Monaten sehen werden. Und Daisy AI wird wirklich was Neues dabei mit sich bringen. Und in den nächsten 120 Tagen werden wir ein Announce von Stack Valuation von Endotech machen. Das heißt, es gibt die offizielle Audite und ein publisches Roadmap für unser Unternehmen, damit wir publish und damit wir auf die Börse kommen. Und bitte folgen Sie unseren Nachrichten. Und auch Daisy Token DCO Plattform, die wird breiter werden und Marketing für Daisy Plattform. Und von unserem Team, von einem von Founders von DCO Plattform, von Juri heute, werden wir auch was hören. Und unser Team ist fokussiert simpel auf DCO Plattform und auf der Market Value, das heißt Marktpreis von
unseren Börsepreisen. Und natürlich, wir werden Pacesetter-Event in Dubai haben, vom 23. bis zum 26. September und bis zum August, bis zum Ende von August, 31. August, können Sie sich qualifizieren als Pacesetter Gold. Und damit Sie bei Ende von August qualifizieren, da werden Sie eine Einladung von uns bekommen, damit Sie auch dabei mit uns in Dubai Zeit verbringen, und das wird das erste Daisy Global Event sein in Dubai. Das ist die geschichtliche Seite. Tausende von Menschen aus der ganzen Welt werden dorthin kommen, und wir können Ihnen sagen, dass wir das Beste eigentlich, was diese Industrie früher gesehen hat und je gesehen hat. Und das wird passieren in den nächsten 120 Tagen und natürlich in diesem Monat, diesen 20 USDT Minimum Abhebung. Wir haben 6 Monate Auto-Residual Payout und Pacesetter Event in Dubai vom 23. September bis zum 26. September. Das ist auch ganz wichtig. Und am 16. August wird es Live-Start von Token Sale auf den IDO-Plattformen in Uniswap, in den Börsen, online. Das wird passieren im August. Und jetzt werde ich Ihnen einen von Co-Founder von DCO-Plattform vorstellen, und der ist wirklich ein Leader in publischen Partnerschaften und in Wachstum von Partnerschaften. Also Juri, vielen Dank, dass du dabei bist, und kannst du uns bitte die Updates von DCO-Plattform mal vorstellen? Ja, hallo. Daisy ist ein DCO-Plattform, das ist immer wieder Cross-Chain-DCO-Plattform. Das heißt, wir arbeiten mit ganz vielen Solana, Ethereum, Binance Smart Chain und Polygon Network. Und jetzt arbeiten wir auf Integration und Partnerschaft mit den, ich denke, in den nächsten Wochen werden wir auch die neuen Partnerschaften mit Solana Blockchain und Polygon Blockchain vorstellen. Wir werden wirklich neue Benutzer auf unserer Plattform sehen, und es wird nicht nur Daisy Community sein, wirklich. Es wird etwas Größeres sein als Daisy Community. Dabei wird auch Polygon Community, Solana Community mitspielen. Und wir machen eine große Familie daraus, wirklich. Und Sie werden auch unser System benutzen, damit Sie auch die neuen Projekte unterstützen. Und Sie wissen schon, dass wir Partnerschaft mit eToDAO-Plattform haben. Und morgen werden wir noch eine Partnerschaft bekommen, die ist schon unterstützt und erklärt. Das ist noch ein DCO-Plattform dabei. Und ich denke, bis zum Ende von diesem Monat werden wir Partnerschaften und Integrierung von Software von 5 bis 6 DCO- und IDO-Plattformen mit unserem System. Und wir werden auch mehr neue, beste Projekte mitbringen zu Daisy DCO-Plattform. Und Jeremy wird uns dabei helfen. Er wird auch uns dabei helfen, damit wir an Community unsere Projekte vorstellen. Und das Wichtigste für uns jetzt ist wie folgt. Wir bereiten ein großes Launch vor in der Mitte von August, am 16. August. Wir werden die IDOs starten. Wir werden von 3 bis 2 IDO-Plattformen benutzen, damit wir IDO starten. Und Press von Public Round wird starten von 5 USDT für ein Token. Und an demselben Tag starten wir Trading auf Uniswap. Und es wird ein großes Tag sein für unsere Community. Und wir werden DCO vorstellen, IDO auf den Plattformen und starten Trading auf demselben Tag. Und bitte seien Sie bereit. Und auch bereiten wir Folgendes vor. Wir bereiten Staking-System vor, und Sie werden Zugang bekommen zu 5 verschiedenen Staking-Systemen in unserer Plattform. Und wir werden auch ausgezeichnete Systeme benutzen, damit wir Farming und Staking unterstützen können von Daisy Tokens. Das heißt, Sie können die Rewards bekommen, nicht nur von den Tokens. Sie können Staking machen, Sie können farmen mit Daisy Token und mehr daraus bekommen. Und dieses System
wird auch in der Mitte von August zugänglich werden. Und bis zum also unser technisches Team arbeitet ganz hart. Bis zum Ende dieses Monats werden wir MVP für unser System haben. Und ich denke, in den nächsten Monat wird es ein Launch von unserem Produkt starten. Und wir haben schon Projekt für unser DCO. Jeremy wird diese Projekte, eigentlich es gibt einige Projekte für unsere Community vorstellen. Und von meiner Seite, von der technischen Seite, kann ich Folgendes sagen. Wir werden Integration machen von Blockchains und wir werden Emission von Tokens machen auf allen Blockchains, damit wir Integration von ganz verschiedenen Börsen machen können. Das Beste für unsere Community ist, wir werden ganz viel Liquidität von den Top-Börsen bekommen, damit unsere Community unterstützt wird und damit wir ein Onboarding von neuen großen Players für Daisy Token machen. Das heißt, wir werden große spezialisierte Plattformen benutzen, wie Uniswap zum Beispiel on Ethereum Network, PancakeSwap auf BSC Network und QuickSwap auf Polygon Netzwerk und wir werden Serum benutzen auf Solana Network. Netzwerk. Das sind die dezentralisierten Börsen auf Blockchains und die sind bekannt. Und auch dazu will ich sagen, wir werden auch zentralisierte Börsen haben für Traders und wir werden unsere Tokens in alle diese Börsen Schritt für Schritt integrieren. Das heißt, bis zum Ende von August werden wir von 4 bis 5 zentralisierte Börsen haben und sie können unsere Token verkaufen auf diesen Börsen. Und Hauptsache, Sie sollen das auch wissen, Sie können alle Tokens, alle Blockchains benutzen, alle Daisy-Tokens auf allen Blockchains, damit sie senden alle diese Tokens auf die zentralisierte Börsen. Das wird völlig integriert werden in der ganzen Blockchain-Ökosystem. Ja, das gefällt mir sehr wirklich und das ist ausgezeichnet. Und wir haben noch eine Erfahrung mit Tron. Wir werden Tron weiter für Community benutzen, wenn die Teilnehmer die Daisy-Tokens bekommen werden können in derselben Tron Wallet in ihrer Börse und jetzt haben sie im Tron Wallet Daisy Tokens. Sie können Zugang für Just Swap bekommen als noch eine dezentralisierte Möglichkeit und das ist auch eine gute Nachricht für unsere Community. Sie können ihre Daisy Tokens bekommen, indem sie keine neuen Systeme oder keine neuen Plattformen studieren müssen. Das ist einfach eine Erleichterung für alle. Ja, eigentlich das war die Idee von Jeremy von Tron, weil der wird wirklich ganz, ganz Community unterstützen. Und wir fragen Jeremy für die anderen Plattformen. Und er hat gesagt, für unsere Community ist es ganz wichtig, die kleineren Fees zu haben. Also sie werden sicherlich Zugang zu Tron bekommen. Und wir haben eine Überbrückung. Und sie können alle ihre Tokens zwischen den existierenden Blockchains switchen und sie können Deposite in allen eigentlich in allen Systemen machen. Und das ist ganz, ganz wichtig für alle. Und wir werden auch DCO-Plattform geben. Es gibt dafür auch ganz viele neue Projekte, interessante Projekte, die sind auch ganz wichtig für unsere Plattform und sie können Geld auch anleihen und neue Projekte, die machen unsere Plattform wirklich etwas Multifunktionales für unsere Teilnehmer. Und ich denke, das ist wirklich ganz wichtig für unsere Plattform, weil niemand benutzt diese IDO-Plattformen, weil die existierenden IDO-Plattformen, die machen Token-Emissionen, sie können auch Abhebungen machen auf Blockchain, aber wir werden Tokens emittieren und IDOs für alle Blockchains machen und ich denke, das ist eines der wichtigsten Werten. Ja, das gefällt mir auch ganz gut und eigentlich die Teilnehmer, die bei Presale dabei waren, die diese Tokens gekauft haben, wir werden 5% in den ersten 90 Tagen releasen, damit sie auch
also abkassieren können. Also wann können Sie dann die Menschen ihre ersten Unlocks benutzen, bekommen? Also gleich nach dem IDO auf Plattformen. Und auch nach dem Release von unserem Tokens auf Uniswap und JustSwap. Unsere Benutzer können die Tokens abheben und die können Trading starten auf den Börsen. Das heißt, unsere Benutzer werden ihre Tokens gleich zugänglich bekommen. Also, liebe Freunde, Schritt für Schritt werden wir die Updates publizieren, Videos zeigen. Es wird ein ganz simples Prozess sein. Für Tokens, für Release von Tokens, für Ankauf und von Beginn von Vesting. Und es wird gleich automatisch mit uns, wenn wir live auf Uniswap dabei werden. Ja, genau. Eine Woche bevor dem allgemeinen Sale, wir werden Videos posten, damit Sie sehen, wie kann man Claim von Tokens machen, Stake von Tokens, Farming von Tokens machen, wie kann man bei den neuen DCOs teilnehmen. Aber bitte verkaufen Sie nicht alle Ihre Tokens, weil damit Sie bei DCO teilnehmen, müssen Sie Daisy Tokens haben. Und das muss man nicht vergessen. Also wir werden Announce machen von allen diesen Features und wir werden auch Missionen von unserem Community unterstützen, indem wir ihnen helfen, was die Ideen angeht und wie man es macht. Also super, Juri, vielen Dank für dein Werk und deine Arbeit. Ja, ausgezeichnet. Also, liebe Freunde, es ist ganz, ganz sehr interessant. Es war nie die beste Zeit. Es ist jetzt die beste Zeit, wirklich, zu Daisy zu kommen und mit Daisy zu beginnen, weil wir sind jetzt an der Markt und es ist die beste Zeit, die höchste Zeit, jetzt das zu machen. Wir sind uptrend mit unserem Projekt, unser Trend wächst und das ist wirklich Eingangsstufe für alle die, die wirklich gedacht haben, ob Daisy real ist, ob Daisy weiterentwickelt wird, ob Daisy das macht, was man gesagt hatte. Und liebe Freunde, das ist wirklich unser Projekt, das heißt I told you so, ich habe es dir so gesagt. Und wir sind auf den besten Positionen je und für die Zukunft bleibt es auch so. Aber jetzt muss man auch Ihr Geschäft auf die nächste Stufe mit sich nehmen. Also vielen Dank für die Nachrichten an alle Teilnehmer. Vielen Dank für die Details. Sie sind die Leaders, Ihre Visitor Leaders, Goals. Sie werden ganz viele Webinare machen mit Daisy. Also bitte benutzen Sie diese Möglichkeit, damit Sie auf Live-Präsentationen neue Informationen bekommen. Und es wird noch ein Webinar geben von uns am 20. August ungefähr und da werden wir ganz, ganz interessante Dinge haben. Es wird also volles Präsentationswebinar sein, damit die Menschen aus der ganzen Welt das sehen können. Es wird ganz viele Sprachen dabei sein für Übersetzung und es ist die beste Zeit immer wieder, jetzt einzulegen, jetzt zu starten, jetzt mit Daisy spielen zu beginnen, weil das ist wirklich die Idee für die ganze Welt. Edward, Elia, wollt ihr was dazu heute sagen noch? Eigentlich noch etwas, Jeremy. Ja, natürlich haben wir einige Male in Chats gesagt, wir haben einige Probleme mit Tron Link, einige haben Probleme mit Login, mit iPhone, mit Daisy App. Es wird gefixt mit dem nächsten Update von Tron Link. Das wird passieren in einigen Wochen, etwas später. Aber jetzt unsere Techniker wollen jetzt temporär dieses Problem fixen in den nächsten Tagen. Also die, die jetzt iPhone benutzen, bitte benutzen Sie ein anderes App oder warten Sie einige Tage und es wird alles gefixt. Sie können Ihre Bilanz checken, Ihre Resultate, Ihre Kommissionen sehen und Sie können Referral-Link
natürlich bekommen. Dabei gibt es keine Probleme. Ja, Tron Link Update, das passierte einige Tage vorher und dann Tron Link hat auf einigen iPhones nicht gearbeitet. Aber wirklich, es gibt noch eine Lösung. Sie können einen Import von Ihrem Wallet machen in ein anderes App, also Clever App, Token Packet und da wird das alles arbeiten. Oder Sie können Ihr Tron Link Wallet importieren durch Chrome-Extension und einfach Ihr PC benutzen und es wird so einfach arbeiten. Auf einigen Versionen von iPhone, bei einigen Users von iPhone geht es jetzt nicht, leider, aber Sie können Tron Link Chrome-Extension benutzen oder einfach warten einige Tage und dann wird alles gefixt. Also vielen Dank, Ilya, auch für diese Informationen. Jo, super. Ja, ich denke, das wäre alles von meiner Seite. Es war ganz, ganz schöne Informationen heute. Wir haben ganz gute Vision bekommen und ich denke, das macht uns noch besser. Wir haben gutes Performance von Endotech-Seite in den letzten Tagen und wir haben ganz, ganz gute Zukunft. Wie du, Jeremy, gesagt hast, wir beginnen jetzt mit Dubai-Event und wir haben jetzt ganz gute Fundamente, aber wir haben nur jetzt begonnen. Und das ist vielleicht unser Message für die nächsten Wochen. Ja. Also, ja, in Dubai werden auch ganz, ganz gute Nachrichten geben. Und dieses Video von Anna wird auch gepostet. Wir warten auf dieses Video und mir gefällt das, was sie gesagt hatte. Sie hat ein Ding gesagt. Okay, alle können mit 1.000 spielen, aber mit Hunderttausenden ist es nicht so leicht. Und ich kann mal sagen, ja, ich kann Trading von 1.000 machen, aber hunderte Millionen von Dollars wird vielleicht nicht so leicht sein, weil man muss von ganz, ganz vielen Dingen denken. Deshalb, das ist auch eine sehr wichtige Idee von Anne. Wirklich ein sehr gutes Statement. Man muss darüber noch nachdenken. Das heißt, die, die es verstehen, die verstehen das. Die wissen, worum es geht. Und noch eine Sache, bevor wir schließen. Gestern war ich per Telefon mit Ilya, mit noch einer Person in Irak. Und die haben auch in China eine sehr große Vertretung in Kryptowelt. Und es gibt noch ein Unternehmen, von dem wir jetzt sprechen. Wir werden mit denen später arbeiten. Und diese Person war so respektvoll von Yuri, wirklich. Und wenn wir alles besprochen haben, da hat er immer wieder gesagt, Yuri, Yuri und Yuri. Und es war ein sehr gutes Experience, hat er gesagt, mit Yuri und mit Alex und mit den Menschen, die wirklich ganz wichtig für Kryptowelt sind, in China zum Beispiel. Das heißt, in China, alle kennen ihn. Und wirklich ganz große Respekte an Yuri, wirklich für deine Arbeit. Und das wäre alles von mir, denke ich. Super. Also, liebe Freunde, machen wir Rock'n'Roll weiter. Und wir haben ganz gute Möglichkeiten. Wir müssen dieses Moment jetzt benutzen. Und wir können jetzt fokussiert arbeiten auf Fundamente mit DAISY. Was ist DAISY AI? Endotech-Plattform. Das ist Fronttür zu unserer Community und bitte seien Sie bereit, weil wir werden bald von den DCO-Projekten sprechen und Sie haben jetzt Zeit, damit Sie sich vorbereiten, damit Sie verstehen, was mit den Projekten losgeht und ja, es ist die höchste Zeit, immer wieder. Es ist die beste Zeit, allen von DAISY zu erzählen, die Videos zu zeigen, Follow-up zu machen, damit die Menschen sehen, was passiert in DAISY Community mit DAISY Trading jetzt gleich. Und wir können jetzt Onboarding von ganz vielen neuen Teilnehmern in August machen. Und da können wir dieses Rennen schon jetzt starten, damit wir diese Marke von 500 Millionen Teilnehmern erzielen. 500.000, natürlich 500.000 Menschen. Ja, okay, das geht auch eigentlich. Aber 500.000 Teilnehmern in der Welt in den nächsten 120 Tagen. Ich denke, wir werden dieses Jahr mit diesen Nummern schließen und das beginnt jetzt schon gleich. Also
bitte nehmen Sie mit sich die Daisy-Geschäfte auf die nächste Ebene. Das heißt, alle haben jetzt die Chance, mit Daisy zu beginnen. Und dann sehen Sie, was heißt die besten Gewinne, was heißt Endotech und was wir an Endotech zeigen können im Live-Trading, in diesem Peer-to-Peer-Rewards-Plan. Wir haben die Antwort, wir haben das, was die Welt braucht und Daisy ist einzigartige Möglichkeit und es gibt nichts anderes in der Welt, was wirklich so real, so transparent ist wie wir und wir beginnen nur. Vielen Dank an alle, vielen Dank in die Runde, vielen Dank Dr. Anna, Juri, dass Sie auch dabei waren und wir warten auf Sie am Ende von September in Dubai und es wird wirklich was Außerordentliches sein in den nächsten Monaten. Vielen Dank und tschüss.